Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine, das heißt auch fast ein Jahr Zeitenwende. Diese hatte ja Kanzler Scholz kurz nach dem russischen Überfall im Bundestag ausgerufen. Statt Auslandseinsätzen in Afghanistan oder Mali steht für die Bundeswehr die Landesverteidigung wieder im Vordergrund. Doch die Armee sieht sich selbst nur bedingt einsatzbereit. Schießtraining in der Oberlausitz für die Tiger aus dem nordhessischen Fritzlar. Seit Januar gehören die Kampfhubschrauber zur schnellen Eingreiftruppe der NATO. Doch ihre Technik ist veraltet, stammt aus den 1980er Jahren. Bei der Bewaffnung müsste zwingend nachgebessert werden, sagt Pilot Christoph, weil potenzielle Gegner Schutzmaßnahmen an gepanzerten Fahrzeugen deutlich erhöht hätten und auch zur besseren Selbstverteidigung. Wir sind mal sehr verwundbar. Das ist kein fliegender Panzer, auch wenn er so aussieht. Wir halten uns leer ein bisschen mehr im Hintergrund und agieren aus der zweiten Reihe. Aber nichtsdestotrotz wollen wir Wirkung im Feind haben. Dass an den Hubschraubern wieder etwas kaputt gehen könnte, ist derzeit die größte Sorge von Regimentskommandeur Sönke Schmuck. Schon jetzt ist der Wartungs- und Reparaturaufwand immens hoch. Nur ein gutes Dutzend von 51 Tigern ist überhaupt flugbereit. Begonnen hat das Schießtraining mit einer Waffenstörung an einer Bordkanone. Beim Feuern ist eine Patrone stecken geblieben und explodiert. Hier ist halt die Problematik, dass die Patronen, die geliefert werden, unterschiedliche Längen haben. Und da hatten wir schon mal Probleme mit. Und in diesem Fall ist es halt wieder so gekommen, dass durch diese unterschiedlichen Länge die Patrone falsch umgesetzt hat und dabei das ganze Gehäuse zerstört hat. Das Training mit den Maschinengewehren muss wieder mal ausfallen. Aber nicht nur fehlerhafte Patronen bereiten immer wieder Probleme. Insgesamt hat die Bundeswehr zu wenig Munition, sagt Oberst Schmuck. Nagelneue persönliche Ausrüstung dagegen für Oberstabsgefreiten Ben vom Aufklärungsbataillon in Frankenberg-Eder. Nur ein Extra für Soldaten der NATO-Speerspitze und längst kein Standard in der ganzen Bundeswehr. Ich würde es tatsächlich sogar begrüßen, wenn das alles so umgesetzt wird, wie es in den Medien gesagt wurde, dass es bis zum Tag X jeder Soldat damit ausgestattet sein soll. Für Übungen oder echte Einsätze werde an Ausrüstung alles zusammengekratzt, erfahren wir von Soldaten. Das Problem heißt Beschaffung, sagt auch Oberfeldwebel Felix. Er ist Materialbeschaffer in der Division Schnelle Kräfte Stadt Allendorf. 5 Jahre und mehr für die Neubeschaffung von Material oder Uniformen seien keine Seltenheit. Wünsche wären definitiv schnellere Beschaffung von Ausrüstung. Von Ausrüstung, die zeitgemäß ist. Davor ein Wunsch wäre, dass Kameraden sich nicht privat Ausrüstung beschaffen müssen gegebenenfalls oder es tun, weil die dienstliche Ausrüstung einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Vom 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist bislang kaum etwas angekommen, auch nicht bei den Fritzlarer Heeresfliegern. Aber sie geben alles, um die Tiger flugbereit zu halten. Oberst Schmuck setzt auch Hoffnungen auf den neuen Verteidigungsminister. Am besten ist, er kommt mal vorbei und dann werden wir ihm zeigen, was wir können und wo wir noch Verstärkung bräuchten. Wir haben es eben gehört, schnellere Beschaffung von zeitgemäßer Ausrüstung, das ist einer der Wünsche, die bei der Truppe ganz oben stehen. Jahrelang kaputt sparen ist dafür ein Grund, der andere die Bürokratie, auch in der Bundeswehr selbst. Alles dauert einfach viel zu lange. Es war einer ihrer letzten und angenehmeren Termine. Diese neue Kleidung bekommt die Bundeswehr und das sogar schon deutlich schneller als geplant. Etwas, auf das die ehemalige Verteidigungsministerin Lamprecht stolz war. Nicht erst 2031, nein, schon 2025 sollen alle Soldatinnen und Soldaten ihre neue Ausrüstung haben. Hier geht's um Schutzwesten, hier geht's um Helme, hier geht's um Kälte- und Nässeschutz. Und deswegen war es mir wichtig, mich davon zu überzeugen, dass auch dieses Projekt läuft. Dass andere Projekte bisher nicht so richtig liefen, daran soll auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz schuld sein. Der Vorwurf seit Jahren viel zu groß, völlig überbürokratisiert. Dazu kommt ein kompliziertes Vergaberecht. Mitunter frustrierend für die, um die es eigentlich geht. Unsere Soldatinnen und Soldaten nervt, wenn zum Beispiel der Wunsch besteht, einen vernünftigen Helm zu bekommen. Und dann gibt es einen marktverfügbaren Helm. Die Amerikaner benutzen den seit Mitte der 90er Jahre. Und dann dauert das bei uns 20 Jahre und länger, bis dieser Helm auch in der Bundeswehr zur Verfügung steht. Das ist nicht akzeptabel. Das muss sich ändern. Bisher schien man eben Zeit zu haben. Ohne Bedrohung keine Eile.
Obendrein hat die Bundeswehr jahrelang eher abgebaut. Mangelverwaltung daher an der Tagesordnung. Unsere Soldatinnen und Soldaten arrangieren sich damit, sind auch sehr kreativ, eigene Lösungen zu finden. Und wir haben jetzt aber eine andere Lage. Und deswegen das, was in Friedenszeiten vielleicht noch irgendwie hinnehmbar war, ist jetzt nicht mehr hinnehmbar. Sondern jetzt braucht es wirklich eine vollständig einsatzbereite Bundeswehr. Doch auch die Industrie kann nicht von heute auf morgen schweres Gerät herstellen. Solche Panzer stehen nirgends abholbereit in Lagerhallen. Daher drängt die Zeit, Gelder freizugeben, Aufträge zu erteilen. Vor allem, wenn es um die Nachbestellung der an die Ukraine gelieferten Waffen geht. Alles, was wir jetzt abgeben, können wir auch erst in zweieinhalb Jahren wieder als Ersatzbeschaffung auf den Höfen stehen haben. Das muss man einfach wissen. Bei Munition geht es schneller, aber auch da gibt es je nach Typ entsprechende Vorläufe. Doch bei der Munition gibt es noch ganz andere Probleme. Denn es fehlt nicht nur an ausreichend Schuss. Über Jahre wurden auch Lagerhallen abgebaut, Depots aufgegeben. Die müssen nun erst neu geplant und gebaut werden.